Hallo Leute, ja, ich bin jetzt schon mal vorgelaufen und da unten irgendwo ne, ist dann unser Rest, den wir dann aufsammeln müssen. Aber wir müssen auch vorsichtig sein, dass da nicht wieder das Skelett ist und dann kriegen wir einen auf die Mütze. Ne? Ich bin bis hierhin schon mal vorgedrungen, aber das wird nicht einfach sein, da dran zu kommen. Aber irgendwie versuchen wir es. Ne? Nach dem Logo gucken wir auf den Großbildschirm. So, dann wollen wir mal vorsichtig uns vor. Pirschen. Wind steht natürlich schlecht. Sehe ich irgendwo die Markierung dafür? Ah, genau da hinten zwischen den beiden Bäumen. Und wahrscheinlich bewacht von einem Skelett, ne? Doch, da ist es. Da ist es. Hat es uns gesehen? Ich denke ja. Das hat uns gesehen, oder? Auf jeden Fall. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht kommen wir so dran, ne? So, und jetzt müssen wir erstmal in die Flucht. Er kommt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwo Land gewinnen, ohne dass wir irgendwie Risiko eingehen. Da ist er. Also er ist nicht sehr schnell, das muss man sagen, ne? Aber ich höre schon wieder andere, ne? Das ist das Schlimme. So, wir sind aber schon ein bisschen angezogen, das ist schon mal gut. Jetzt die zwei zücken. So. So, den haben wir schon mal erledigt und dann kommt das Skelett. Und das hat ganz schnell geklappt. Wahrscheinlich war das schon angeschlagen. Okay. Ist noch wer da? Ich glaube nicht. So, dann mal schnell nochmal das Menü auf. Weitere Dinge anziehen. Na, wir haben ganz schön viele Sachen jetzt hier, ne? Den Helm auch noch auf. Den tun wir da hin. Essen, essen. Essen. Und da das voll ist, macht es wirklich keinen Sinn, eigentlich jetzt in die Gruft zu gehen, ne? Obwohl, die können wir wegschmeißen. Das ist mir jetzt auch nicht gerade wichtig. Das ist auch nicht wichtig. Tannenzapfen kann auch weg. Hülse sind schon wichtig. Die Knochen hatten wir doch hier nochmal. Ja, passt. Fackeln, okay, die brauchen wir. Die gehen ja auch leer dann. Das können wir auch hier lassen. Dann haben wir ein bisschen Platz eigentlich, ne? Fürs Holz. Holz kriegen wir immer auch weg. So, die Pfeile und Bogen, die waren da unten, die machen wir da auch wieder hin. Die Fackel, ne, nochmal die Fackel da erst hin. Der Knüppel kann auch hier liegen bleiben. So, so, so. Das ist die Essensreihe erstmal. Ja, können wir erstmal so lassen. Gut, okay, dann sind wir erstmal wieder ein bisschen vorangekommen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir da mal rein, oder? Kriegen wahrscheinlich sofort einen auf die Mütze, oder? Eine Grabkammer, das ist schon mal gut. Hier sind schon mal überall Türen, ne, oder? Ne, da ist keine Tür. Da ist eine Tür, aber da ist keine Tür, oder? Beziehungsweise da ist eine Tür, aber die ist offen.
Okay, das hat schon mal geklappt. Hier gibt es noch ein paar Pilze, die nehmen wir mal mit. Okay, hier war nicht ganz viel zu holen. Da war kein Durchgang. Da sind wir gekommen und da war schon Ende. Okay, die Mitte ist schon durch. Ja. Zwei weitere Türen und hinter einer ist bestimmt schon mal auf jeden Fall einer hinter. Okay, erledigt. Da ist noch eine Tür. Und was ist das? Ein Pilz? Nee, ah, guck mal, da haben wir schon mal eins von denen, die wir haben wollen. Gibt es da noch mehr? Nee, ne? Leider nicht. Gut, okay. Tür auf. Skelett rein. Nee. Okay. Okay, hier ist auch niemand. Und hier ist auch wieder einer von denen, den wir haben wollen. Sehr gut. Ich glaube, Zähne brauchten wir. Ne? Jetzt müssten wir Sechser haben. Schauen wir mal. Da ist nichts. Und da sind wir gekommen. Nach da müssen wir gehen. Hier sind auf jeden Fall schon mal Pilze. Und niemand sonst, oder? Und dann ist es hier auch schon gewesen. Okay. Gut, das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Rechts waren wir. Wir sind schon wieder im Vorraum. Jetzt geht die Fackel aus. Okay. Das heißt, wir müssen eine neue haben. So, im Vorraum waren wir. Mitte hatten wir. Da war der Ausgang. Da waren wir. Da waren wir. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Da ist nichts. Das heißt, nur hier geht's weiter. Und hier sind ein paar mehr. Knochenfragmente, okay. Ist das eine Perle, die ich aufheben kann? Ja. Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Wir sammeln aber erst noch hier ein bisschen auf. Und da ist auch noch eine Tür. Ist das auch noch was zum Aufheben? Ja, Münzen. Und dazwischen? Ne, da ist nichts. Okay, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese Tür mal. Okay, haben wir geschafft. Steht da einer um die Ecke? Nein. Da ist auch nichts. Aber hier ist das, was wir brauchen. Skelettüberreste, okay. Haben wir. Gegessen, haben wir genug. Ja, passt noch. So, das heißt, wir müssen auch diese Tür hier haben oder diesen Gang. Und da ist ja auch noch was hinter, ne? Hier ist ein Pilz und sonst nichts. Erledigt. Da geht's weiter. Geht's auch noch weiter? Ja, da ist noch ein Pilz. Hast du ein bisschen Gänsehaut gerade gekriegt von dem Geräusch? Und hier ist auch Sabbat. Gut, ich würde sagen, dann war es doch so, dass wir durch sind, oder? Oder waren wir hier? Ne, hier waren wir auch, ne? Ja, da ist auch nichts mehr. Ja, ich glaube, das war es dann, ne? Hier sind wir durch gewesen, da war nichts mehr.
Tür habe ich auch nicht übersehen, meine ich. Passt erstmal, oder? Da ist Sackgasse. Dann sind wir wieder im Vorraum, oder? Ja. Die hatten wir auch schon alles. Da ist Sackgasse. Da ist Sackgasse. Und hier ist auch Sackgasse. Ja, und da waren wir auch schon. Und mal gucken, dass ich nichts übersehen habe. Da ist Ende. Hier war auch Ende. Und da war Ende, naja. Waren wir hier links oder war da am Ende? Da ist nichts. Und hier ist auch nichts, ne. Da war nichts mehr. Dann sind wir durch, würde ich sagen, oder? Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erst durch. Und Beute, 3 von diesen Dingern. Da würde ich erstmal sagen, gehen wir mit nach Hause, oder? Und dann gucken wir, was wir daraus machen können. Fängst an zu frieren, ja super. Wieso hat er ein Ausrufezeichen auf dem Kopf? Das gibt's doch jetzt nicht, haben sie beide. Ach, weil ich Feuer habe. Die haben Angst vor Feuer, oder wie war das? Endlich. Dich kriege ich auch noch. Ich habe keine Kraft, das ist das Problem. Da ist jetzt auch noch rosa. Ist hier ein Spawner irgendwo? Kann das sein? Wo sind sie denn jetzt? Also. So, aber einer war noch, oder? Wo ist er hin? Schade. So, wir müssen auch jetzt den anstrengenden Weg zurück erstmal. Ja. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.